was there. Hello? Jesus. All right, who's there? Listen, if you need help, I can call someone. Dark Ghost untersucht in diesem Video einen alten Brunnen, der sich in der Nähe eines schon lange verlassenen Dorfes befindet. Es gibt über den Brunnen viele schreckliche Legenden und Gerüchte. Zum Beispiel soll vor einigen Jahren ein Mädchen in den Brunnen gefallen und dort ertrunken sein. Seitdem wandelt ihr ruheloser Geist jede Nacht an dem Brunnen umher. Ein anderes Gerücht hat zum Beispiel mit einer Hexe zu tun. Diese soll an dem Brunnen regelmäßig Wasser geholt haben, bis sie dann eines Tages von verängstigten Menschen aus dem naheliegenden Dorf verjagt wurde. Daraufhin habe die Hexe angeblich eine Kreatur aus der Unterwelt beschworen, die die Menschen aus dem Dorf vertreiben sollte. Bis heute behaupten ziemlich viele ehemalige Bewohner des Dorfes, dass sie im Wald um das Dorf und in der Nähe des Brunnens regelmäßig eine pechschwarze Gestalt gesehen haben. Auch von seltsamen Geräuschen und Lauten, die bislang keinem Tier zugeordnet werden konnten, ist die Rede. Im Übrigen war das für viele Menschen aus dem Dorf dann auch der ausschlaggebende Grund, weshalb viele aus dem Dorf weggezogen sind. Dark Ghost will diesen unheimlichen Gerüchten auf den Grund gehen. Er parkt sein Auto etwas abseits an einem Feldweg, räumt seine Ausrüstung aus dem Auto und beginnt dann, zu dem Brunnen zu laufen und dort sein Lager aufzubauen. Am Anfang passiert nicht wirklich viel. Dark Ghost untersucht den Brunnen, zeigt sein Lager und stellt eine auf den Brunnen gerichtete Nachtsichtkamera auf. Als es dann jedoch dunkel wird, sind langsam aber sicher immer mehr seltsame Geräusche in der Nähe seines Zeltes zu hören. Dark Ghost beschließt daraufhin nachzuschauen. Die Geräusche locken ihn immer weiter an den Waldrand und als er dann schlussendlich im Wald angekommen ist, sollte er den Schock seines Lebens bekommen. Aber seht selbst. Звук исходил отсюда и вот в эти яблони. Что это за дым какой-то? Или туман? Туман, наверное. Фу, сейчас пройдемся. Да ну нафиг. Офигеть. Thank you.
Так, друзья, сейчас я иду туда. Свет буду по минимальному, чтобы видеть, куда идти, потому что здесь полная тьма. Все, я пошел. Вообще ничего не вижу. Какие-то шорохи были. Здесь либо кто-то ходит из жителей этой деревни. Mal abgesehen davon, dass es ja nicht schon unheimlich genug ist, ein Grab inklusive Sarg zu finden, sitzt etwas später eine extrem unheimliche Gestalt auf dem Sarg. Dark Ghost rennt verständlicherweise voller Panik in sein Zelt zurück. Dort angekommen verbringt er unter ziemlicher Anspannung die restliche Nacht. Am nächsten Morgen wertet er die Bilder der Nachtsichtkamera aus und auch die sind alles andere als unspektakulär. Dark Ghost beschließt aufgrund seiner Aufnahmen noch eine weitere Nacht dort zu verbringen. Er stellt seine Nachtsichtkamera erneut auf, diesmal jedoch auf sein Zelt gerichtet und macht sich dann auf den Weg Richtung Brunnen. Ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass das keine sonderlich gute Idee sein sollte. Смотреть с другой стороны. Обошел яблонь. О, снова это твой. Nun, was haltet ihr von dem Ganzen? Ist diese unheimliche Kreatur vielleicht das Wesen, welches von der Hexe damals beschworen wurde? Oder ist das doch vielleicht nur ein ganz normales Tier? Die Frage ist dann nur, was soll das bitte sein? Es liegt also bei euch. Ihr entscheidet. In diesem Video sehen wir eine Frau in ihrem Sterbebett. Die Frau ist knapp 24 Stunden nach dieser Aufnahme aufgrund einer schweren Krankheit verstorben. Das Video, welches ihr gleich sehen werdet, wurde von der Schwester der später verstorbenen Frau von einer Babykamera abgefilmt. Und keine Sorge, es ist nichts Schlimmes zu sehen. Im Gegenteil, aber schaut es euch einfach mal an. It's like something touching her. What the hell is that?
Krasse Aufnahme, oder? Man sieht hier ganz klar, dass irgendetwas Hellleuchtendes die Frau, die dem Tode schon nahe ist, berührt. Für mich wirkt es sogar so, als würde die Frau mit irgendetwas reden bzw. kommunizieren. Nach Aussage der Schwester war zu diesem Zeitpunkt niemand in dem Zimmer der Frau. Natürlich lässt sich das nicht überprüfen, aber wenn es doch ein Mensch war, warum leuchtet dieser dann? Vielleicht ist es aber auch etwas Paranormales. Vielleicht ist das, was wir da sehen, ein schon verstorbener, geliebter Mensch der Frau. Vielleicht wartet schon jemand auf sie. Es könnte auch sein, dass irgendetwas versucht, die Frau zu beruhigen. Denn für mich sieht das Hellleuchtende aus wie ein Arm und eine Hand, der die Frau streichelt und berührt. Ich persönlich finde diesen Gedanken sogar ziemlich schön und beruhigend. Denn ob man nun an Geister und paranormale Dinge glaubt oder nicht, wir alle werden irgendwann sterben. Und ist der Gedanke, dass ein geliebter Mensch dann schon auf uns wartet und uns womöglich am Ende noch zur Seite steht und uns begleitet, nicht schön und beruhigend? Für mich ist er es. Aber am Ende muss das natürlich jeder von euch für sich selbst entscheiden. Was glaubt ihr, passiert, wenn eine Japanerin in eine neue Wohnung zieht, die auf einem ehemaligen Friedhof erbaut wurde? Genau das werdet ihr jetzt sehen. Das Video stammt bereits aus dem Jahr 2008, also wundert euch bitte nicht über die Qualität. Mal abgesehen davon, dass wie gerade schon erwähnt, viele bestimmt wieder direkt ausgezogen wären, kontaktiert Maki jedoch den Makler, von welchem sie auch die Wohnung bekommen hat. Dieser gesteht ihr dann, dass das Mehrfamilienhaus auf einem alten Friedhof erbaut wurde und auch schon andere Mieter paranormale Erfahrungen gemacht haben. In ihrer Wohnung sei es aber wohl am schlimmsten. Maki organisiert sich daraufhin noch am gleichen Tag heiliges Salz aus einem Buddha-Tempel. Dieses soll die Wohnung reinigen und Geister vertreiben. Leider sollte der Plan von Maki aber nicht ganz aufgehen. Viele vermuten es wahrscheinlich schon, und ja, ihr habt recht. Das Video ist natürlich nicht real und dient nur zum Gruseln bzw. zur Unterhaltung. Aber hey, wir haben Halloween und da hat sich solch ein Video natürlich perfekt angeboten. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hatte durch das Video eine angenehme Gänsehaut. Leute, es gibt ein Update bei Holy. Viele haben es ja inzwischen schon mitbekommen, dass es bei Holy nun auch Eistee gibt. Aktuell sogar schon in drei verschiedenen Sorten, ganz ohne Koffein und Zucker. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist folgendes. Ihr habt nun eine Vielzahl an Möglichkeiten, Holy zu testen. Sei es Holy Energy oder den Holy Eistee. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar beides kombinieren und Holy Energy und Holy Eistee probieren. Gerade für die Unentschlossenen unter euch oder auch für die, die einfach mal alle Geschmacksrichtungen probieren wollen, eine mega geniale Möglichkeit. Die Kombinationsmöglichkeiten sind endlos. Deswegen klickt in der Videobeschreibung einfach auf den Holy Shop Link und geht im Holy Shop auf für Neueinsteiger. Oder ihr klickt euch einfach selbst durch, wie ihr Bock habt. Aber ganz wichtig, vergesst nicht, dass ihr mit mir richtig sparen könnt. Für einen 5€ Erstkauf bzw. 5€ Neukundenrabatt benutzt ihr einfach den Code UNGI5. Und für 10% Rabatt benutzt ihr den Code UNGI. Damit könnt ihr eine Menge sparen. Also, worauf wartet ihr noch? Probiert Holy Energy und den Holy Eistee aus. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. UNGI Ehrenwort. In diesem Video habe ich wieder etwas Reales für euch, und zwar von dem seriösen englischen Ghost Hunter Team Ghostech Paranormal Investigations. Viele von euch kennen ja bestimmt die Geisterakten. Ghostech Paranormal Investigations könnte man gut mit ihnen vergleichen, nur dass diese halt aus England kommen. Das Team untersucht hier die historische St. Mary's Kirche in Edlesbrough. Historikern zufolge stammt die Kirche aus dem frühen 11. Jahrhundert. Einige Wissenschaftler und Geschichtsforscher sind aber davon überzeugt, dass die Kirche noch viel älter ist. Es gibt viele Berichte und Aussagen von Besuchern der Kirche, dass diese dunkle Schatten oder dunkel gekleidete Gestalten mit schwarzen Kapuzen gesehen haben.
Weiter glauben viele, dass ein ehemaliger Pfarrer namens Thomas Covenberry in der Kirche umherspukt. Es gibt sogar zwei Fotos von Besuchern der Kirche, die scheinbar genau das bestätigen, was viele schon glauben und vermuten. Im ersten Bild sieht es tatsächlich so aus, als hätte die Gestalt ein langes, dunkles Gewand mit einer Kapuze an. Im zweiten Bild sieht man erneut eine dunkle Gestalt, die in einem Durchgang zu stehen scheint. Am Anfang ihrer Untersuchung passiert relativ wenig. Es sind ein paar seltsame Stimmen zu hören, ein undefinierbares Klopfen und ein paar Mal sieht es so aus, als würde ein Schatten an der Kirchenwand vorbeihuschen. Vor der Untersuchung stand für das Team schon fest, dass diese die Nacht in der Kirche verbringen werden, und als es dann immer später wird, tun sie genau das. Die drei legen sich hin und schlafen auch ziemlich schnell ein. Ich möchte noch anmerken, dass die drei zu diesem Zeitpunkt alleine in der Kirche sind und die Kirche zudem auch noch verschlossen ist. Jedenfalls sollte es nicht sehr lange dauern, bis die drei durch etwas geweckt wurden. Aber seht selbst. Nun, wenn man bedenkt, dass es in der Kirche dunkel war und wir das Ganze eher durch eine Nachtsichtkamera sehen, kann man schon annehmen, dass dieser Schatten durchaus real und kein Fake ist. Auch die Schritte wirken sehr real, aber am Ende müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden, ob ihr das Ganze für real haltet oder nicht. Was ist so das Gruseligste, was ihr euch vorstellen könnt? Auch wenn es jetzt sicher viele denken, ich meine damit nicht sonntags bei der Schwiegermutter Kaffee trinken. Ich dachte da eher so an nachts auf einem Friedhof sein, eingesperrt in einem Geisterhaus oder vielleicht die Nacht bei Blitz und Donner in einer abgelegenen Waldhütte verbringen. Das könnt ihr alles vergessen, denn im Vergleich zu dem, was die Jungs vom Kanal Exploring Abandoned Minds im Februar 2019 gemacht und erlebt haben, ist das alles der reinste Kindergarten. Das Team kam jedenfalls auf die glorreiche Idee, eine knapp 50 Meter tiefe, schon lange verlassene, aber angeblich verfluchte Mine in Mexiko zu untersuchen. Aber wie kommt man in eine 50 Meter tiefe Mine, die keinen richtigen Zugang hat? Genau, durch den Minenschacht. Einer aus dem Team wurde an einem Seil in die Tiefe gelassen und hört jetzt mal genau hin, während er auf dem Weg in die Tiefe ist. Oh, let's grab some rocks to drop. Oh, what was that? Oh, there's another place in there. Oh, they're going down fast. Habt ihr es gehört? Etwas, das sich wie eine Kinderstimme anhört, scheint O zu sagen und direkt danach ist eine Art Fauchen zu hören. In den Kommentaren unter dem Video wird fleißig diskutiert, was das gewesen sein kann. Für einige ist das Ganze logisch zu erklären, andere wiederum denken, es war etwas Paranormales. Und dann gibt es aber auch noch ziemlich viele, die glauben, dass es eine Art Monster war, welches in der Mine lebt. Was glaubt ihr, könnte es gewesen sein? Das nächste Video wurde im September diesen Jahres hochgeladen.
wurde dann aber ein paar Tage später wieder gelöscht. Angeblich wurde das Video wieder gelöscht, weil die Person in dem Video so von dem, was ihr gleich sehen werdet, traumatisiert ist, dass es eigentlich niemand sehen soll. Aber in der kurzen Zeit, in der das Video online war, ging es natürlich viral. Jedenfalls sehen wir hier einen Sicherheitsmitarbeiter irgendwo in Kolumbien. Dieser ist während seiner Nachtschicht gerade auf einer Patrouille, als etwas extrem Seltsames passiert. Falls ihr euch gerade fragt, was zur Hölle da vor sich ging, ich erkläre es euch. Der Sicherheitsmitarbeiter in dem Video redet offensichtlich mit jemandem oder etwas, was wir nicht sehen können, er aber anscheinend schon. Man sieht am Anfang, wie er jemanden durch die Tür lässt und sich dann mit was auch immer am Aufzug unterhält. Was das Ganze jetzt aber noch um ein Vielfaches unheimlicher macht, ist die Aussage des Mannes. Dieser gab zu Protokoll, dass eine ältere Dame an der Tür geklopft hat. Als er die Tür dann öffnete und fragte, wie er helfen kann, sagte die ältere Frau zu ihm, sie sucht etwas in dem Gebäude, weiß aber nicht, wie sie dorthin kommt, ob er ihr helfen könnte. Sein Kollege beobachtete das Ganze über die Sicherheitskameras und nach ein paar Minuten gab er dann über Funk durch, was er denn da macht und mit wem er redet. Da ist niemand und man kann nur ihn auf der Sicherheitskamera sehen. Voller Panik drückt der Mann auf den Aufzugsknopf, in der Hoffnung, die Türen würden aufgehen. Aber genau in diesem Moment realisiert er, dass die Treppen wohl der weitaus bessere Fluchtweg wären. Voller Panik rennt der Mann dann davon. Sein Kollege ist davon überzeugt, dass er dort mit einem Geist geredet hat. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Mann ein extrem guter Schauspieler oder er hat wirklich eine äußerst unheimliche, paranormale Erfahrung gemacht. Zu 100% werden wir es wohl nie erfahren und somit bleibt dieses Video wohl eines der mysteriösesten in diesem Jahr. Mich würde eure Meinung dazu brennend interessieren. Tobt euch gerne in den Kommentaren aus. Hier möchte ich euch jetzt noch kurz Vernasche die Welt vorstellen. Zum einen habt ihr dort die Möglichkeit, euch verschiedene Boxen auszusuchen. Das Prinzip ist total simpel. Sucht euch eine der Boxen aus, egal ob es die Länderbox, die USA-Box, eine Mystery-Box oder eine komplett vegane Box werden soll. Sobald ihr das getan habt, habt ihr die Möglichkeit, mehrere Abos abzuschließen. Hier kann ich euch das 3-Monats-Abo empfehlen. Zum einen könnt ihr Vernasche die Welt so perfekt ausprobieren und kennenlernen und mit dem Code UNGI bekommt ihr nicht nur die erste Snackbox gratis, ihr bekommt obendrauf auch noch eine Packung KitKat mit einem Special-Geschmack. Mit meinem Code habt ihr also noch mehr Inhalt und eine noch größere Überraschung. Zum zweiten möchte ich euch noch den Adventskalender ans Herz legen.
Ihr kennt mich, ich empfehle euch immer nur etwas, wovon ich selbst auch nur zu 100% überzeugt bin. Und dieser Adventskalender bekommt von mir eine 1000%ige Kaufempfehlung. Egal ob jung oder alt, ich denke, wir alle lieben Überraschungen. Und ich finde, man sollte sich und anderen immer mal etwas Gutes tun. Und genau dafür ist dieser Adventskalender perfekt geeignet. Egal ob ihr ihn für euch selbst kauft, für euren Partner, einen Freund oder für ein Familienmitglied. Dieser Adventskalender ist für jeden etwas Besonderes. Aber das war noch nicht alles. Mal abgesehen davon, dass der Adventskalender komplett fertig bei euch zu Hause ankommt, also so wie ihr ihn hier auf dem Bild sehen könnt, so kommt er auch bei euch an. Die Schnur und die Clips sind dabei. Ihr braucht quasi nur noch einen Platz, wo ihr ihn aufhängen könnt. Aber es wird noch besser. Ihr habt die Chance auf einen Traumurlaub. Denn in jedem Adventskalender könnte in einem der Tütchen das goldene Ticket sein. Ihr habt also die Chance auf einen Traumurlaub auf den Malediven, in New York oder in Thailand. Stellt euch mal vor, ihr habt im 24. Tütchen plötzlich das goldene Ticket für die Malediven. Wie heftig wäre das bitte? Lasst euch diese Chance echt nicht entgehen. Aber hey, ich habe noch etwas für euch. Mit dem Code UNGI könnt ihr auch beim Adventskalender sparen. Und zwar unglaubliche 20%. Solltet ihr also zum Beispiel 3 Adventskalender kaufen, spart ihr einfach mal fast 40 Euro. Also ihr Lieben, tut euch oder jemand anderem etwas Gutes und ich drücke jedem von euch, der einen Adventskalender kauft, die Daumen, dass eins der goldenen Tickets in genau eurem Adventskalender ist. Viele von euch wissen ja, dass gerade Kinder paranormale Dinge ganz anders wahrnehmen sollen. In diesem Video ist genau das wieder ziemlich gut zu sehen. Hier sind es sogar gleich Drillinge, die scheinbar alle dasselbe sehen und wahrnehmen. Aber seht selbst. Zur Stelle und achtet jetzt mal darauf, was das kleine Mädchen zu ihrer Mutter sagt. Was haltet ihr davon? Natürlich bin ich mir bewusst, dass kleine Kinder viel Fantasie haben, aber seltsam finde ich diese Aufnahmen ehrlich gesagt schon. Mich würde hier eure Meinung mal brennend interessieren. Denkt ihr, die Kinder haben vielleicht wirklich etwas Paranormales gesehen? Der Kanal True Horror Stories POV sagt den aufmerksamen Zuschauern meiner Videos sicher etwas. Die Geschichten auf dem Kanal beruhen alle auf wahren Ereignissen und werden extra für YouTube nachgespielt bzw. nachgestellt. Die Videos sind wirklich unheimlich, also perfekt für ein gruseliges Halloween-Special. Im Video sehen wir jetzt einen Mann, der nach einem langen Arbeitstag noch etwas auf seiner Nintendo Switch spielt. Doch der Abend sollte für ihn alles andere als ruhig und erholsam werden.
Sim. Begib! Dann begib ich den Gunzi, Gunzi! So gut, aber will ich Gunzi nicht geben. Kurz, ich kann kommen, ja, liegen. Masa pula? Wie schon gesagt, die Geschichten auf dem Kanal beruhen alle auf wahren Ereignissen und werden extra für YouTube nachgespielt bzw. nachgestellt. Stellt euch einfach mal vor, ihr würdet so etwas erleben. Was würdet ihr machen? Hier habe ich jetzt ein ziemlich altes Video. Es stammt aus der Zeit, in der Geistervideos noch ziemlich real waren und Fakes so gut wie noch gar nicht existiert haben. Oder anders ausgedrückt, die Menschen haben noch gar nicht daran gedacht, Fake-Videos zu erstellen. Das Ganze wurde von einer Touristin in einem alten Schloss in England aufgenommen. Angeblich handelt es sich hier um das Chillingham Castle. Passen würde es, denn auf Chillingham Castle soll der Geist von John Sage umherwandern. Dieser war im 13. Jahrhundert der Folterknecht auf Chillingham Castle. Durch ihn starben Hunderte von Menschen. Ebenfalls keine Legende, sondern Realität ist das eingemauerte Kind. Anfang des 20. Jahrhunderts fand man nämlich hinter einer Schlossmauer die Überreste eines kleinen Kindes. Die Analyse der Knochen ergab, dass die Fingerknochen abgeschabt waren. Vermutlich passierte dies, als das Kind versuchte, sich zu befreien. Was haltet ihr von der Aufnahme? Für mich sieht das jetzt eher weniger nach einem Kind aus, aber vielleicht ist es ja der Folterknecht oder eines seiner Opfer. Wer weiß? UFO-Videos sind auf meinem Kanal ja ziemlich selten, aber hier habe ich jetzt ein ziemlich interessantes. Das Video wurde von einem Piloten während des Fluges aufgenommen. Die Maschine befand sich zu dem Zeitpunkt gerade über Kolumbien und in meinen Augen ist dieses Video eins von sehr wenigen UFO-Videos, bei dem ich nicht weiß, was zum Geier das sein soll, beziehungsweise habe ich keine logische Erklärung dafür. Schaut es euch mal an. Man sieht im Video, dass das Flugzeug auf einer Höhe von über 9 Kilometern ist.
Also wenn einer von euch eine logische Erklärung dafür hat, was das sein kann oder sein soll, lasst es mich gerne wissen, denn ich habe keine. Aktuell halten viele dieses Objekt für eine außerirdische Drohne, die die Erde erkunden soll. Was denkt ihr? Wenn dir das Video gefällt, lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal und aktiviere die kleine, freundliche Glocke, damit du in Zukunft nichts mehr von mir verpasst. Auf der rechten Seite findet ihr jetzt noch zwei weitere ziemlich interessante und unheimliche Videos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Ungi.